Moinsen zum neuen Projekt Lonely Episode 1. Der Abgrund heißt das Spiel. Ist von Omega Creator 2015 Alpha-Test Demo-Version. Steht ja alles auch unten da. Von Valve Games Presents, wie man ja so schön hört. Ich spiele mal wieder mit Gamepad. Kann man ja so schön. Und warte mal, ich will mal kurz das Spiel mal ein bisschen mehr in die Mitte rücken. So. Ich habe mir nämlich eine schöne Softbox gegönnt und einen schönen Bluescreen, deswegen kann ich nicht so schön hier unten in die Ecke hinkleistern. Das Problem ist ja immer noch, ich weiß nicht, was ich da oben hin machen soll. Ich werde aber bestimmt irgendwie mal was einfügen, wenn ich Lust drauf habe, das werde ich dann sehen. Ich spiele so lange, wie ich Lust habe. Ich hoffe, das Spiel ist auch nicht zu laut. Und ja, Husten ist bei mir Standard. Ich habe Schiss, Leute. Also es ist eine Art, wie habe ich gesehen, so eine Art Silent Hill mit was weiß ich nicht noch, verzwickten Rätseln, Horror, alles mögliche. Und ich bin kein Silent Hill Fan. Ich meine, Awakening kannte ich, deswegen wird er nicht so gruselig, weil ich wusste, aha, da kommt gleich was. Aber hier weiß ich davon nichts. Ich spiele es auch mitten am Tag, draußen ist es noch helle. Es strahlt auch so schön die Softbox an. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht so viel gruselig kommt und Jumpscares auch nicht. Die Musik ist ja schon sehr schön. Na, dann fangen wir mal an. Dieses Spiel beruht auf einer wahren Geschichte und beinhaltet schockierende Szenen und explizite Gewalt. Drücke Enter. Valve Games Presents. Ein Omega Creator Spiel. Ja. Wenn der Mensch Spuren auf der Welt hinterlässt, so hat sie ebenfalls das Recht, Spuren auf uns zu hinterlassen. Und sie macht es auf ihre Art und Weise. Denn nichts ist wahr, aber alles ist erlaubt. Lonely. Na, wo bleibt der erste Jumpscare? Bist du wach? Tim, okay. Jetzt bin ich's. Ich habe Frühstück gemacht. Falls du alle so etwas essen möchtest, so kannst du gerne runterkommen. Warum eigentlich nicht? Stattlich gebauter Typ, ne? Ich brauche meine Brille. Wo habe ich sie denn nur hingelegt? Steuerung, Bewegungstasten, Aufrufen des Menüs, Interagieren. Ja, das Übliche, die Einführungs-Icons, Schlösser, Türen, die durch Objekte geöffnet werden können, besonders Interaktionen, offene Wege und Durchgänge. Ob sie das ist? Na, sonst würde sie wohl nicht so blinken. Ah, ohne Brille kann er also so gut wie nichts sehen. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte eben etwas gehört. Oh. Seltsam. Wo sind denn die Bilder geblieben? Vielleicht weiß ja Mom etwas über ihren Verbleib. Die Mülleimer müsste ich auch mal wieder lernen. Du zockst so viel, Junge. Wie wär's, wenn ich erst einmal eine Kleinigkeit esse? Später kann ich ja immer noch an den Rechner. Zieh dich doch erstmal an, Kollege. Die Staubschicht auf dem Fernseher und Schrank türmt sich schon. Okay. Der Sound der Box ist genial. Ich benutze aber nur, wenn ich alleine im Haus bin, um die anderen mit dem Lernen nicht zu stören. Okay. Zurzeit höre ich nur noch melancholische Sachen.
Nur mal noch kurz noch nebenbei für die Zuschauer. Ich nehme auf und schneide einfach zwischendurch. Also wenn zwischendurch ein Cut kommt, ich sage nicht Tschüss oder Hi, sondern ich spiele einfach nur. Umso länger ich das Spiel spiele, umso mehr habe ich dann eben halt das Bedürfnis, auch weiter zu spielen. Wenn ich zwischendurch mal einen Tag ein Hi und Tschüss mache, denke ich mir immer so zwischendurch, nee, Alter, das war jetzt zu viel, ich mache jetzt Schluss. So kann ich jetzt immer schon weitermachen. Was haben wir denn hier im Kürbis? Ach, anziehen. Ja, zieh mal den Kürbis an. Ah ne, da waren Klamotten. Ach, das ist ein Schrank. Okay. You must learn to accept your Sie müssen lernen, loneliness, ja. for it is in this struggle we make all our costliest mistakes. Das ist geil. Sie müssen lernen, ihre Einsamkeit zu akzeptieren. Denn wenn wir uns dagegen wehren, so begehen wir alle einen schlimmen Fehler. Was zum. Sogar mit Stimmen, das finde ich immer schön. Die ist verschlossen. Okay. Erinnerung abrufen, Spielende. Mehr gibt's nicht, was in Erinnerung abrufen. Wo kann ich jetzt speichern? Das sind Kates Sachen, die sie hier gelassen hat. Entweder sie holt sie irgendwann mal ab oder sie landen im Müll. Okay. Kann man hier auch. Was ist hier denn Schönes drin? Es Bad. Och, sogar mit Spiegelung. Ich sehe ja aus wie eine Kalkwand. Danke. Auf dem Boden der Dusche sind dreckige Fußabdrücke zu sehen. Ja, dann mach doch mal sauber. Zurzeit muss ich nicht aufs Klo. Okay. Diese. Was? Dieser Deko-Scheiß ist eigentlich nur ein Staubfänger. Naja, meine Mutter gefällt's. Hier liegen diverse Zeitschriften. Die Handtücher riechen schon ein bisschen faulig. Na dann wasche. Naja, die Blumen haben auch schon mal bessere Tage. Wer hat einen Blumen, bitte schön, im Badezimmer? Da kommt doch kein Licht drin. Eine Abstellkammer. Die Schublade scheint verschlossen zu sein. Okay. Ekelhaft, zwischen den Sachen sind lauter Spinnen und Kokons. Das sind alte Klamotten von meinen Eltern. Dies müssen schon über 30 Jahre alt sein. Okay, dann gehen wir halt wieder raus. Auf zum Frühstück. Ich liebe Omega Creator Spiele. Man hört richtig, warum. Man hat so ein leichtes Bild. Das verschiebt sich mit, wenn wir eben Teil verlaufen. Bloß damit es hier so ein bisschen alt aussieht. Nicht so richtig sauber. Eben halt ein Haus. Der Müll stinkt schon. Der sollte mal rausgebracht werden. Ich glaube nicht nur, ich glaub nicht nur du bist faul. Es gibt keinen Grund nach draußen zu. Oh Mann. Ein paar Jacken, die meine Familie gehören. Was meine hängt ebenfalls hier. Hier komme ich nicht lang. Die Tür zur Küche wurde versperrt. Warum bist du da drin? Oh Schatz, hast du doch, hast du dich doch entschlossen, nach unten zu kommen? Du solltest mich doch nicht so nennen. Tut mir leid. Seitdem du wieder bei uns wohnst, kann ich einfach nicht anders. Das macht es für mich nicht besser. Schließlich bin ich kein kleines Kind mehr. Ja, du hast dich du hast natürlich, sagt ja die Mutter wieder. Ja, du hast da hast du natürlich recht. Bist du noch da? Ja. Ich wollte dich noch fragen, wie es dir geht und wie du geschlafen hast. Mir geht es ganz gut soweit. Die merkwürdigen Träume halten sich auch in Grenzen. Das freut mich zu hören. Dann geh jetzt schleunigst etwas essen. Tanke Kraft für den heutigen Tag. Im Wohnzimmer habe ich dir eine Kleinigkeit auf den Tisch gestellt. Danke. Ja, nette Mutter. Hier geht's bestimmt wieder zur Küche, oder? Nee, doch nicht. Aber man hört sie noch. Frühstücken? Nee, ich will mich noch ein bisschen umgucken. Ach, man kann sogar rennen. Hier geht's zur Terrasse. Da will ich jetzt nicht hin. Okay.
Wenn wir uns alle hier aufhalten, dann läuft die Glotze schon mal den ganzen Tag. Doch in letzter Zeit schaue ich nur noch selten fern. Ja, Gamer halt, ne? Kommt man hier hin? Oh, Alex, ich habe gar nicht gesehen, dass du hinter der Tür stehst. Ich weiß, es ist noch früh am Morgen, doch wenn du willst, können wir nachher etwas unternehmen. Na, was denkst du? Alex? Dann eben nicht. Hab jetzt irgendwas geskippt? Okay. Ich will gerne speichern. Ich habe nicht gesehen, wo man speichert. Das ist ein Hochzeitsbild meiner Eltern. Da müssten sie ungefähr in meinem Alter gewesen sein. Sie sehen darauf so glücklich aus. Ich frage mich, wer es rot gemalt hat. Was? Wer es rot angemalt und so zerkratzt hat. Das ist unser Haustelefon. Ich telefoniere ungern. Okay. Ich habe vergessen, wie man speichert. Licht aus, Licht an, Licht aus. Strom sparen. So. Frühstücken, ja. Ich habe gar keinen richtigen Hunger. Doch, ich sollte etwas essen. Schließlich hat sich Mom Mühe gegeben. Wo sind eigentlich Dad und Alex? Haben sie etwa schon gegessen? Ich bin mal wieder spät dran. Weiß jemand von... Was? Sarah? Wer ist Sarah? Weiß jemand von euch, wo sich Tim schon wieder rumtreibt? Mir hat er nichts gesagt. Vielleicht ist er ja wieder bei Kate. Ich finde es schrecklich, wenn er nicht Bescheid sagt. Sein Essen wird doch kalt. Hey Leute, ich bin wieder da. Was ist? Warum guckt ihr so? Du weißt, wie spät es ist. Ja, aber... Setz dich einfach hin. Haha, das ist lecker. Du hast wieder hervorragend gekocht, Mom. Bitte sprich nicht. Bitte sprich nicht mit vollem Mund, Alex. Immer diese Stimmen hin und her. Seit wann stört dich das denn? Werd ja nicht frech, Alex. Oh, okay, schon gut. Okay, schon gut. Mein Essen ist schon kalt. Tja, Tim, wer zu spät kommt? Wo warst du eigentlich bei Kate? Es geht dich nichts an. Wieso bist du so spät gekommen, Tim? Du weißt, dass wir Zeit zu Abend essen. Du weißt, dass wir zeitig Abend essen. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Und warum soll ich euch rechtschaffen? Soll ich euch Rechenschaft ablegen? Ich bin 22, ich bin erwachsen. Solange du unter diesem Dach wohnst, hast du auch die Regeln zu befolgen. Und du weißt, welche Sorgen sich deine Mutter nach diesem Vorfall macht. Es reicht. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Meinetwegen haben sich meine Eltern Sorgen gemacht. Ich war damals so egoistisch. Nach dem Vorfall hätte ich mehr auf ihre Gefühle achten sollen. Doch ich bin froh, dass ich den schwierigen Teil hinter mir habe. Schließlich war es eine harte Zeit für mich. Ich bin meiner Familie schuldig. Ich bin meiner Familie viel schuldig. Ich sollte ihnen mehr unter die Arme greifen. Vielleicht kann ich ja Mom in der Küche behilflich sein. Ja. Tür. Er packt einen Teppich von Erinnerung speichern. Im Laufe des Spiels gibt es einen bestimmten Speicherpunkt, besonders Bücher, in welchen Tim seine Gedanken aufschreiben kann. Neben gewöhnlichen blauen Büchern gibt es noch weitere mit verschiedenen Eigenarten. Wer hat das hier hingelegt? Fundsachen und Notizen. Nee, ja. Ein Gegenstand wurde gefunden, der unter Umständen nützlich sein könnte. Mit der A-Taste kann man auf die gesammelten Objekte, die man im Verlauf des Spiels findet, zugreifen.
Mit der W-Taste kann zwischen den Fundsachen und Notizen, die für den Spielverlauf relevant sind, hin und her geschalten werden. Die Escape-Taste schließt das System im Fenster. Mom? Sollte man hier irgendwo was an Büchern kann man irgendwie speichern? Hier hängt Kunst, die ich nicht wirklich verstehe. Okay, hier kommt man zum Mom. Ach, da unten hat das blaue Buch. Ah, okay. Erstmal speichern. Erstmal Hau richten. Und sehe ich nur noch die Hälfte. So. Das ist das. Das ist das. Ich muss nämlich erstmal gucken. Okay. Ich weiß zwar nicht wie, aber mit der Enter-Taste kann ich hin und her schalten. Fundsachen und Notizen. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Und sonst eigentlich bloß laufen und. Sonst habe ich noch keine anderen Knöpfe. Okay. Ich habe da eigentlich gerade keine Lust drin zu gehen, aber gut. Mom, ich. Was zur Hölle ist hier los? Warum ist hier so dunkel? Ich bekomme kaum Luft. Hä? Die Tür ist blockiert. Hallo? Nur mal so, wir sind. Warte, da unten in der Ecke. So, genau da, wo das Ding steht. Das muss ich auch gerade erstmal gucken, wo wir sind. Was mache ich jetzt bloß? Hier liegt ein zerbrochener Teller. Dieser muss den Lärm verursacht haben. Der schwarze Dunst raubt mir den Atem. Wir haben doch gerade Streichholz. Brille. Streichholz. Ne, damit kann ich nur zurück. Zwecklos, die Tür geht einfach nicht auf. Hä? Was ist das? Ich bekomme kaum Luft, wenn ich mich diesen merkwürdigen Dunst nähere. Dann mach doch die Streichhölzer an. Mach die Streichhölzer an! Schwarze Dunst raubt mir den Atem. Ich hab doch jetzt die. Oh. Hier steht, was? Hier steht unser Gasherd. Wenn ich Feuer mache, dann könnte ich sicherlich die Dunkelheit hier drin vertreiben. Fundsachen benutzen. Um Fundsachen auf Gegenständen zu benutzen, musst du das Menü geöffnet und das gewählte Objekt manuell ausgewählt werden. Mit der A-Taste wird das Menü aufgerufen. Hoffentlich klappt auch. Klappt's auf Anhieb. Ich habe schließlich nur dieses eine Streichholz. Verdammt, warum ist die Flamme so riesig? All die Trauer und der Schmerz vergeht wie Asche im Wind. Und ich bin frei von Einsamkeit, frei wie ein Vogel, der den Horizont entgegenfliegt. Ich hoffe, ich werde dich mit meinen neuen gewonnenen Schwingen endlich finden, sodass wir bald wieder vereint sein können. What the fuck? Was für ein beschissener Traum. Meine Haut fühlt sich immer noch so an, als ob sie brennen würde. Zeit aufzustehen. Ey, das ist mal geil, solange wie die Brille nicht auf ist. Warte mal. Ohne Brille kann ich nichts erkennen. Ohne Brille kann ich nichts erkennen. Ey, das fetzt. Alles so verpixelt. Also ich kann ohne Brille schon sehen, aber es ist für mich ein bisschen besser, wenn ich die Brille aufhab, während ich zocke. Zocke. Weil es tut schon nach einer Zeit in den Augen weh. Ich sollte mich duschen. Ja?
Hallo? Nein, da passiert gleich was Gruseliges. Ich habe hier alte Sachen verstaut, die ich nicht mehr brauche. Ich werde zuerst duschen gehen. Stimmt, wenn man sich jetzt schon anzieht. Ich habe hier einige meiner Werke untergebracht. Seit dem Vorfall bin ich nur noch am Schreiben. Die Bilder sind ja auch wieder weg, wa? Jedes einzige Bild von meiner Familie ist verschwunden. Die mehr muss ich immer wieder lernen. Okay. Hallo? Wer hat denn geklopft? Alex, warst du das? Habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet. Der ist jetzt alleine dahin gegangen. Nummer 2, bitte verlass mich nicht. Hä? Er hat den Zettel geschrieben und hier liegen lassen. Was? Das ging mir jetzt zu schnell. Was war das? Plötzlich wurde es hinter meinem Rücken so eisig kalt. Das muss ich mir nur eingebildet, das muss nur meine Einbildung gewesen sein. Aha. Schließlich ist es schon sehr lange her, seit ich das letzte Mal gut geschlafen habe. Doch dieser Zettel hier, wo kommt der nur her? Ah. Ich brauche eine Dusche, um wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Gott. Ja, genau, leg deine. Na gut, okay, zum Duschen die Brille nicht auf. Oh Gott, da läuft er noch. Entschuldigung. Eindeutigen Ken. Was war das? Okay, ich sollte.